Capron ist bereits zum 8. Mal Schauplatz der Bike Infection, bei der sich die besten Mountainbiker aus ganz Europa treffen. Heuer sind Athleten aus 7 Nationen mit dabei. Los geht's mit dem XC Battle. Mit dabei heuer die Führenden im Weltcup: Mia Halzer aus Slowenien, Simon Gegenheimer aus Deutschland und der Österreicher Daniel Federspiel. Der dreimalige Sieger der XC Battle in Capron ist heuer in blendender Form. Der Tiroler ist Führender im Eliminator-Weltcup und hat sich im Juni in Bern den Europameistertitel in dieser Sportart geholt. Er zählt natürlich auch hier zu den Top-Favoriten des Rennens. Bei den Damen sehen wir die Favoritin hier, das ist die Deutsche Lena Putz. Bevor die Herren Mann gegen Mann um den Einzug ins Finale kämpfen, müssen sie sich in einem Zeitfahren für die Hauptbewerbe der besten 16 qualifizieren und das auf einer neuen Strecke, nicht mehr im Ortszentrum, sondern am Ortseingang von Capron. Ja, wir haben uns ja heuer entschieden, dass wir mit dem Dorffest zusammengehen. Aus dem Grund war es eigentlich gar nicht mehr möglich, dass wir den XC-Battle im Ort drinnen gemacht haben. Wir haben uns dann entschieden, wir gehen da raus, aber aus der Überlegung heraus, den Kurs, was wir da bauen können, der ist total übersichtlich. Wir können Tribünen hinbauen, man sieht den ganzen Kurs ein. Ja, der Parcours letztes Jahr in der Stadt hat mir natürlich auch gefallen. Da sind die Zuschauer direkt dran, können am Kaffee sitzen und zuschauen. Aber hier haben sie es auch so gemacht. Ich weiß nicht, wir sind ja außerhalb vom Ort und trotzdem so viele Zuschauer. Besser kann es jetzt sein. Die neue Strecke ist ein 710 Meter langer Rundkurs mit Steilwandkurven und es geht auch kurz mit dem Anstieg rauf auf den Maiskogel, wo sich im Winter die Skifahrer unterstürzen. Mann, der heute möglicherweise Federspiel die Show. Der Anstieg ist ein Wahnsinn. Ich bin dann ja, wie wir den Kurs ausgesucht haben, mit Daniel Federspiel viermal darauf gefahren und ich kann es selber sagen, was da los ist. Einmal geht noch, zweites Mal ist für mich zum Beispiel schon finito. Daniel Federspiel gewinnt die Qualifikation gegen seinen größten Konkurrenten Simon Gegenheim aus Deutschland und den Schweizer Routinier Sepp Freiburghaus dahinter, Mia Halzer aus Slowenien. Schlussendlich unsere 16er schnellsten Herren in den Viertelfinal. Pech hat der Lokalmatador Sebastian Lachmeier. Nach einem missglückten Start verpasst er um 1/4 den Einzug in die Hauptbewerbe. Dass es dieser Rundkurs in sich hat, davon können sich die vielen Zuschauer schon bei den Viertelfinalläufen überzeugen. Zwei Runden sind bei den Herren zu fahren und die fordern von den Athleten Technik, Können, Taktik, Kondition und Sprinterqualitäten. Daniel Federspiel zeigt in Capron von Beginn an, in welch bestechender Form er sich derzeit befindet. Aber der erst 18-jährige Markus Preis mit Startnummer 9 sorgt im Viertelfinale gleich für die erste Überraschung aus österreichischer Sicht. Er überholt in der zweiten Runde beim Anstieg seine Gegner und gewinnt mit großem Kampfgeist diesen Lauf noch vor Daniel Federspiel. Somit steht Preis im Semifinale. Der Deutsche Simon Gegenheimer, heuer in Capron erst zum zweiten Mal am Start, kann sich ebenso mühelos für die Finalläufe qualifizieren. Extrem stark präsentiert sich der italienische Meister Elia Silvestri hier in seinem ersten Lauf. In Runde 2 bei der Steilwand noch an dritter Stelle gelingt es ihm im Anstieg mit einem wahren Kraftakt seine Konkurrenten, darunter Sepp Freiburghaus aus der Schweiz, einer der Favoriten des Bewerbs, zu überholen. Mit riesigem Vorsprung gewinnt Silvestri diesen Lauf und kann sich so für das Semifinale qualifizieren. Nicht so gut ergeht es Mia Halzer aus Slowenien. Er erwischt einen schlechten Tag. Der Vize-Weltmeister von 2012 in dieser Disziplin ist bereits in seinem ersten Lauf, wo er gegen den Tschechen Wojta und die beiden Deutschen Steffen Thum und Georg Egger antritt, chancenlos. Georg Egger übernimmt in diesem Lauf die Führung und gibt diese bis ins Ziel nicht mehr her. Egger erreicht souverän das Halbfinale. Mia Halzer muss bereits nach seinem ersten Antreten schwer enttäuscht alle Hoffnungen auf einen Finaleinzug begraben. Noch schlechter als Halzer geht es Lubomir Wojta aus Tschechien. Er ist an diesem Abend der große Pechvogel. Im ersten Semifinalauf reißt ihm an guter zweiter Stelle liegen in der Schlussrunde ein Kettendefekt aus allen Finalträumen. Und während Daniel Federspiel in diesem Lauf wie hier beim Anstieg erneut seine großartige Form unter Beweis stellt, beweist der Tscheche Sportgeist und beendet das Rennen zu Fuß. Ihm bleibt nur das kleine Finale als Trost.
Für das Finale qualifizieren sich Daniel Federspiel, der sich im Zehnerlauf mit dem deutschen Überraschungsmann Georg Egger einen harten Kampf liefert. Dahinter knapp Markus Preiß, dem als Dritter der Einzug in das kleine Finale gelingt. Für eine weitere Überraschung sorgt Elia Silvestri im zweiten Semifinale. Auf der italienische Meister setzt sich sofort an die Spitze. Dahinter Sepp Freiburghaus, an dritter Stelle Urban Ferencsák, der Slowene. Simon Gegenheimer zu Beginn des Laufs an letzter Stelle. Ab Runde 2 kann der Deutsche zum führenden Silvestri aufschließen, aber Silvestri fightet und nach einer beherzten kämpferischen Leistung gewinnt der Italiener vor dem großen Favoriten Simon Gegenheimer. Das bedeutet für beide Fahrer den Einzug ins Finale. Der Schweizer Sepp Freiburghaus als Dritter muss sich mit dem kleinen Finale begnügen. Bei den Damen zählen die Deutsche Lena Putz und Anna Oberpaleiter aus Italien, Österreichs Nummer 1 Lisa Mitterbauer ganz rechts und Lena Werle aus Deutschland zu den Sieganwärtern. Im Lauf 6 kämpfen diese vier schnellen Damen um den Einzug ins Finale. Lena Werle misslingt der Start, ganz anders Lisa Mitterbauer. Die Österreicherin übernimmt sofort die Führung, gefolgt von Putz. Auf Platz 3 die Italienerin Oberpaleiter. Beim Anstieg zieht Anna Oberpaleiter an Mitterbauer und Putz vorbei und die Italienerin lässt sich die Führung nicht mehr nehmen. Mitterbauer liefert sich mit Putz einen offenen Schlagabtausch. Putz kann sich im Ziel aber knapp gegen Mitterbauer durchsetzen, ganz zum Ärger der Österreicherin. Lena Putz, die WM-Dritte von 2012, lässt dann im Finale ihren Konkurrentinnen Anna Oberpaleiter, Nadine Rieder und Barbara Benko aus Ungarn keine Chance. Vom Start weg kontrolliert sie das gesamte Feld. Anna Oberpaleiter versucht beim Anstieg alles, um an Putz vorbeizukommen, aber die lässt durch diese Attacke sich nicht aus dem Rhythmus bringen. Lena Putz, zum ersten Mal in Kaprun dabei, gewinnt die XC-Battle nach einem spannenden Zielsprint vor Anna Oberpaleiter und der deutschen Nadine Rieder. Beste Österreicherin als Fünfte wird Lisa Mitterbauer. Es ist einfach cool, in der Nachtkulisse zu fahren und so viele coole Zuschauer. Und ich bin sehr gern, vor allem in Kaprun, zum Trainieren oft in die Berge und dann natürlich da Rennen zum Fahren bei so einer Kulisse ist natürlich toll. Was sagst du zum Kurs? Sehr selektiv? Ja, auf jeden Fall. Also es ist alles drin, von Schotter bis Teer, vom steilen Anstieg über eine coole Steilkurve. Also die haben sich echt was eifern lassen, die sagen. Und es macht mega Spaß und ich bin der Meinung, dieser Kurs ist weltcupwürdig. Mit den ganz Großen des Weltcups steht im kleinen Finale der Herren der österreichische Aufsteiger Markus Preiß dann auf der Startrampe. Sepp Freiburghaus aus der Schweiz, Urban Ferencsák aus Slowenien und der Tscheche Lubomir Vojta sind seine Gegner. Und Vojta ist in diesem Lauf erneut der Pechvogel. Unmittelbar nach der Steilwandkurve rutscht er vom Pedal und kann nur mit Mühe einen Sturz verhindern. Die Zeitlupe zeigt es noch einmal ganz genau. Der Weg ist nun frei für den Schweizer Sepp Freiburghaus. Und während Lubomir Vojta zum zweiten Mal an diesem Abend die Strecke zu Fuß zurücklegt, gewinnt Sepp Freiburghaus das kleine Finale nach 2 Runden in überlegener Manier. Er freut sich im Ziel über den 5. Gesamtplatz. 6. der Slowene Ferencsák. Für Markus Preiß ist der 7. Platz ein Traumergebnis im starken Teilnehmerfeld. Für Vojta aus Tschechien war Kaprun diesmal keine Reise wert. Und damit sind wir beim großen Finale. Der amtierende Europameister Daniel Federspiel aus Österreich, der Weltcup-Zweite Simon Gegenheimer aus Deutschland, der italienische Meister Elias Silvestri und der zweite Überraschungsmann Georg Egger aus Deutschland. Das sind die vier Herren, die noch einmal volle Konzentration zeigen wollen. Georg Egger, ein guter Start von Federspiel und der Tiroler führt das Quartett gleich an. Von Beginn an liefert er sich mit dem Italiener Silvestri beinharte Zweikämpfe. Hier sehen wir es ganz genau. Es entwickelt sich ein packendes Finale. In Runde 1 geben Federspiel und Gegenbauer den Ton an.
Zu Beginn der zweiten Runde übernimmt dann Silvestri die Führung und es bahnt sich eine Sensation an. Silvestri vor Federspiel, gefolgt von Gegenheimer und Egger. So geht das Quartett zum letzten Mal in die Steilkurve. Silvestri ist auch beim Anstieg vorne. Jetzt kommt aber dann die erwartete Attacke Federspiels. Aber der Italiener schneidet ihm den Weg ab und bringt Federspiel so aus dem Rhythmus. Der Deutsche Simon Gegenheimer ist in dieser Situation der lache Dritte und setzt sich an die Spitze. Federspiel fällt auf Rang 3 zurück. Dank seiner Hochform, großer Routine und großem Kampfgeist kann Federspiel aber den Italiener auf den letzten Metern noch überholen. Den Sieg holt sich aber bei seinem erst zweiten Antreten in Capron Simon Gegenheimer. Zweiter wird Federspiel. So ein Finale bin ich mein Leben lang noch nie gefahren. Also, es war leider ein bisschen unfair mit den Italienern. Ich habe mir eigentlich jetzt mal den Weg angeschnitten, wo ich eigentlich vorbeifahren wollte. Und das war nicht ganz fair, aber mit dem zweiten Platz bin ich auch zufrieden. Simon, zum zweiten Mal in Capron am Start, letztes Jahr Zweiter, heuer Erster, sensationell, oder? Ja, also nachdem ich letzter Zweiter war, war es natürlich ein großes Ziel, dieses Jahr zu gewinnen. Und deshalb bin ich auch super glücklich, dass es geklappt hat. Der Parcours wäre heuer neu. Wo man die Schwierigkeiten, was hat es ausgemacht? Ja, der Kurs ist durchweg eigentlich sehr breit. Das ist sehr gut für den Sprinter, weil er überall die Möglichkeit hat zu überholen. Und dann der Skihang, der ist einfach so brutal hart und kennt es eigentlich von keinem anderen Rennen. Und das, denke ich, macht es einzigartig, aber auch für den Sportler sehr, sehr hart. Mir kommt der Anstieg brutal entgegen. Und also die Zuschauer haben gesehen, dass das gut angekommen ist. Es waren richtig viele da und die haben uns auch super angefeiert. Also, wenn es weiter da bleibt und auf dem Platz stattfindet, ist sicher cool. Spätestens bei der Siegerehrung war das Kriegsbeil zwischen Federspiel und Silvestri aber wieder begraben. Hier gibt es natürlich auch noch die Krönung. Capron, Ihr Applaus, das sind die schnellsten acht Herren des heutigen Abends. Wunderschönen.